Es gibt das Gebet, das normale, das Runterlesen in der Kirche. Heilige Dreieinige Gott, nimm die Huld deines Dienstes bitte wohlgefällig an, als das Opfer, das ich unwürdig vor den Augen deiner Majestät dargebracht habe. Das ist Lesen. Das hat mit Gebet nichts zu tun. Dann gibt es das andächtige Beten. Das könnte ich noch bei den Traditionellen sagen. Sie versuchen andächtig mit allem, obwohl es nicht auf das ankommt. Es kommt auf das heran. Herz. Also, es gibt das andächtige Beten, da gibt es sicher auch bei der normalen Kirche, aber Gott sucht ganz was anderes. Er sucht das liebende Gebet, das Herzensgebet. Nur so ein Priester kann euch mit Gott verbinden. Der Priester sollte ja, der Bischof sollte ja zwischen dem Volk und Gott stehen. Er sollte die Verbindung geben durch seine Weihekraft. Gott wirst du nie da oben verstehen, wenn überhaupt etwas, dann hier im Herzen. Nur mit dem Herzen wirst du Gott finden. Und um Gottes Willen, hört auf mit dem auch beim Rosenkranz bete ich, heißt du Maria voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern. Wisst ihr, dass wenn ich mal sage, grüß, heißt du mal, schon weg bin. Es ist urgewaltig, was wir da haben, die Gottesmutter. Sie schaut auf dich. Meine Schwestern, Ordensschwestern, wenn ich gesagt habe, ja, ihr seid die Bräute des Heilandes, ihr werdet mal die Bräute. Da sage ich noch, Arm in Arm mit dem herumlaufen im Himmel, gell? Und wenn ihr mich mit dem Trottinett seht, dann habe ich gemerkt, wie gewisse Schwestern, oh, so viele Schwestern, dann komme ich kaum dran, oder? Dann habe ich das Faustinerbild, wir haben da kein, das Faustinerbild genommen und hingestellt und dann die Schwestern so aufgestellt. Dann sage ich, jetzt schaut mal, wen schaut er jetzt an? Und alle sagen mich. Wenn du im Himmel bist, glaubst du, Gott sieht nur dich an. Aber das meint jeder. Das ist eben göttlich. Ach, warum denkt der Mensch immer wie ein Mensch?